Hey Simon, wusstest du, dass Google all unsere persönlichen Daten speichert? Es stimmt echt. Es ist richtig, Google speichert all unsere Daten. Das heißt, wenn du gestern nach Simon ist der Geilste gesucht hast, Google weiß es. Und danke. Google soll sogar teilweise E-Mails lesen. Google macht das, um möglichst viel über dich zu wissen. Das heißt, wenn du so oft was in Google eingibst wie ich, weiß Google ziemlich viel über dich. Viele stört das und sie sehen es als Verletzung ihrer Privatsphäre. Privatsphäre, bitte nicht. Aber ich sag dazu nur, Scheiß drauf. Google macht das nicht, um all diese persönlichen Daten an Dritte weiterzugeben, sondern um Google für dich zu personalisieren. Erstmal wird Google die Werbungen an dich anpassen, was gut ist. Ich lese lieber Werbungen für Produkte, die mich interessieren und nicht für Penisverlängerung. Ha! Penisverlängerung brauche ich nicht. Ich und Penisverlängerung. Doch denken wir noch ein bisschen weiter in die Zukunft. Googles Ziel ist es, dass sie dich irgendwann so gut kennen, dass es für dich passende Ergebnisse findet, wenn du zum Beispiel Sachen wie "Was soll ich morgen tun?" bei Google eingibst. Was hältst du von Mandy? Also ich finde, ihr würdet beide sehr gut zusammenpassen. Was? Glaubst du, wir stehen auf die gleichen Sachen? Hey, das kann ich Ihnen nicht sagen, das sind Ihre persönlichen Daten. Ja. Aber schau mal auf Ihren Facebook-Status. Ja, cool. Oh, ja. Nice. Wie geil wäre das denn? Ich denke, dass es sowas in der Zukunft durchaus wirklich geben könnte, wenn nicht zu viele Leute rummeckern. Privatsphäre. Wir gerade bei Privatsphäre sind, es soll Leute geben, die in ihr Facebook-Profil ihr Passwort reinschreiben. Ihr Passwort. Manche Leute wissen wirklich nicht, wo die Grenze ist. Zurück zu Google. Also ich halte auf jeden Fall zu Google. Es ist die geilste Suchmaschine, YouTube ist von Google, Android ist auch von Google. Ja! Aber kommentiert ihr auch alle mal am besten, was ihr von Google haltet.